Kapitel 84. Frauen haben keine Rechte. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Und heute schön mit Pianomusik. Ja, wir sind wieder zurück im Wilden Westen in Amerika. Um 1914 oder wann auch immer, 1911, ich weiß gar nicht, 1914 ist ja der Tag, an dem der Erste Weltkrieg begonnen hat. Merkt man aber noch nicht viel von, natürlich. Nee, und die Amis haben sich auch erst 1917 in die ganze Geschichte eingemischt, muss man dazu sagen. Die sind ja immer erst später gekommen. Haben auch, ja immer erst, wenn sie zwei streiten, freut sich der Dritte. Auch im Zweiten, ja. Nachdem die Russen da waren, haben die Amis dann nur noch irgendwie abgeklappert, was übrig ist. Ach nee, jetzt machen wir kein hier Duell, sondern wir gehen mal gucken, ob der Büchsenmacher auf hat. Können eigentlich mal unser Pferd rufen, dann geht's was schneller. Und ob das was schneller geht, ich weiß ja nicht. Der Louis Ziefer, der Lucifer, da ist er doch. Ist ja nicht mehr hier, wie hieß nochmal der andere? Nee, Louis Ziefer, war das Louis Ziefer jetzt hier, unser Pferdename? Ach Mann, mein Gedächtnis ist auch alt wie ein Sieb mittlerweile. So, hier war der Gunsmith. Aber irgendwie haben wir doch immer noch düster, obwohl wir pennen waren. Was ist denn da los? Sieht aber nicht so offen aus. Sieht aber nicht hier noch Tag der offenen Tür aus. Na komm, dann scheißen wir erstmal aufs Verkaufen, wenn er jetzt zu hat. Der hat noch zu, dann scheißen wir aufs Verkaufen, würde ich sagen. Und gehen wohin zurück? Wir haben ja verschiedenste Optionen. Wir können zu den Agenten gehen, wir können aber auch hier zu diesem komischen Anthropologen Heinz gehen. Ja, genau so. Nicht? Am besten erstmal alles machen, was nicht Hauptstory ist, damit wir das aus den Füßen haben. Das kann ich dir leider nicht mehr genau sagen. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zu diesem Doc, diesem Nazi-Doktor. Ja, das passt. Ich hoffe, der hat inzwischen was aufs Maul bekommen. Okay. Der ist auch noch am Schlafen. Vielleicht gehen wir da mal zum Agenten. Hello, Mr. Marston. Ja, die sind auf jeden Fall sehr nett zu uns, denn wir haben ja auch gute Taten absolviert. Das stimmt, Alter. Oh. Die sind alle noch am Pennen. Mal sind wir dann aufgestanden hier, bitte? Ja, frage ich mich aber auch. 6 Stunden später irgendwie. Schauen wir mal auf die Uhr. 5 Uhr morgens haben wir noch. Ach, meine Scheiße. Naja. Dann legen wir uns am besten noch mal kurz schlafen, oder? Wer ist denn hier zu Hause eigentlich? Wir können mal reinschauen. Ja, genau. Gucken wir uns das doch mal an hier, das Dörfchen. Guten Morgen! Was ist das denn? Ist das ein Hotel? Sieht ein bisschen so aus, ne? Hier haben wir allerdings kein Zimmer bekommen. Die Städter sind wohl zu gut für uns. Kann man hier einbrechen? Also hier kann man nicht rein. Vielleicht in die andere Tür? Nee. Auch nicht. Und weiter nach oben? Vielleicht haben die eine coole Rooftop-Party oder so hier. Ich zweifle ja noch dran. Ja, ich auch. Aha. Ach, Captain Picard ist am Pennen. Doch, Rooftop, hier. Nice. Viel Rooftop, wenig Party. Aber wir können rüber auf die anderen Dächer. Guck mal da nach links, nach rechts. Guck mal, da kann man auf die Dächer steigen. Ja, probieren wir das mal, wenn es klappt. Yes. Geil. Machen wir hier einen Run über die Dächer. Machen wir ein bisschen Thieves the Dark Project. Oder Assassin's Creed. Was du ja so gut spielen kannst, wie man spätestens nach den E3-Videos weiß. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der alte Pro. Da geht eine Leiter runter, da können wir vielleicht von der Leiter, hätten wir auch umgekehrt ins Hotelzimmer einbrechen können. Da zur Linken, da ist eine Leiter. Ah, können wir sogar runter. Gut, dann probieren wir es mal. Runterrutschen, komm. Schwuppdiwupp. So, jetzt gucken wir eben nochmal auf die Uhr. Na, dann gehen wir nochmal schlafen. Ja, die Zeit vergeht so langsam, wenn man Spaß hat. Genau. So, da vorne ab ins Hotel, Blackwater Saloon, der gute alte. Da soll die Dame nicht mehr am Kehren, die hängt jetzt hinterm Tresen. Wir könnten natürlich auch was spielen, aber wir wollen ja richtig spielen und deswegen legen wir uns jetzt erstmal schlafen. Genau, genau. Ich hätte auch in die andere Tür reingekonnt, warum auch immer. So spannend sind die Pokerrunden ja auch nicht. So, gehen wir nochmal hier schön eine Runde speichern. Jetzt geht der Rappel die Zappel. Genau, so. Zu Hause bei Dutch heißt das übrigens. Einmal überschreiben. Und dann gehen wir mal gleich zu dem komischen Fraggle. So, und jetzt, wie viel haben wir jetzt? Ja, jetzt haben wir schon wieder 11:30 Uhr mittags. Das ist natürlich super. Man müsste sagen können, ich will nur 2 Stunden pennen oder so, ne? Dann hätte man direkt von Anfang an nicht zweimal schlafen müssen, wie sich die Stadt verändert, ne? Wo denn? Du kannst doch noch mal ganz kurz in den Waffenladen gehen jetzt. Ja. Some bastard outlaw just robbed me. Please, can you stop? Der da hinten läuft. Gleich. Nee, komm, wir kannst gleich wegballern eigentlich. Nee, nicht mit dem Messer, würde ich sagen, oder? Nehmen wir mal hier die Knarre. Die anderen machen nichts. Der Sitz ist doch ein Sheriff oder sowas, der Typ hier, der Cowboy. Ja, denen ist das doch egal. Hauptsache, wir machen den Scheißdreck, ja?
Ach ja, jetzt renn du mir in die Quere. Komm. Kurzer Prozess. So, das gestohlene Geld haben wir. Oh, Nastas. Bring dem Ladenbesitzer das Geld zurück. Der arme Indianer hat nur geklaut, um seiner Familie was zu essen kaufen zu können, und du hast ihn einfach weggeballert. Naja, aber ich kann ja nicht diesen netten Ladenbesitzer überfallen. Das schien ja ein netter Mann gewesen. Ich hoffe, sie knüpfen dich auf, Gringo. Aber schöne Stadt eigentlich. Ich muss ja sagen, wir waren ja noch so melancholisch, aber es ist doch echt schön hier eigentlich. Ja, schon, aber trotzdem traurig. Here you are. I got your money back. You are a saint and a scholar. Here's a token of my gratitude. Toll. Aber wir haben wenigstens ein bisschen was dazu bekommen. Wie haben wir gefunden Zeit bei dem 100 Dollar? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Bin. Ist doch egal. Komm, Ruhm plus 20. Gehen wir jetzt nochmal zum Anthropologen. Oder wir gehen ins Lichtspielhaus. Was im Lichtspielhaus? Hast du das schon mal im Let's Play gezeigt? Ja, klar. Das war aber ein anderes. Achso, probieren wir das doch mal aus. Avengers können wir mal gucken. Hier, Film ansehen mit 2 Dollar. Komm, das machen wir direkt mal hier. Zack. So, Pornokino. Gibt's heute mal eine kleine Kinofolge, Freunde. Lehnt euch zurück und genießt den Film. Ein super Streifen ist das, sehe ich jetzt schon. Damsels causing distress. Our hero commences his daily regimen of manly endeavors. Oh la la. Oh la la. This user is a touch performance that's with gentle women such as this. Curious what purpose distraction indwelled upon blah blah blah. I must investigate these peculiar happenings. But first I must head home henceforth for luncheon. Our hero travels home. La 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 la. Help! 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 Hark! A domestic quarrel is afoot. Hello? No, please drop that weapon. What madness prevails here? A peculiar mental and filthy bruiser is my wife. Without the least ceremony, remorse, she sees cooking, cleaning, or feeding the children. Those days are past. I experience such indignities no more. Ma. I care not about you nor this insanity brats I've spawned. I'm off to smoke opium and give myself to pleasures of the flesh. The whole world has gone topsy-turvy. Well, I'm off. Goodbye. Our hero returns home. Look at my muscles. Woman, it is time for our marital dinners. Congratulations, I drive now in the light. What? Tis your conjugal duties, it is not? Now, come on, bitch. Suffrage, a woman's right to vote. I'm off to fight for children's election. What? Crazy bitch. Our hero wanders the streets seeking reason. That's a reason. Just disgraceful. The hoopsala. Hoopsala. Oopsie daisy, I'm just so careless. Good grief, what a horrifying apparition. Woman, be free this way. What have we here? Is half rich, really? Sister, spin is a spinning wheel. Jesus, Mercury, return home as it nears supper time. Good lord, these wrenches are heavily overcome with female emotion.
Oh, fuck, man. America has lost its region. You don't know the half of it, citizen. They tried to make me a woman. Don't turn Uncle Sam into Aunt Samantha. It's your patriarchal imperative to oppose women's suffrage. The end. Ein spektakulärer Film. Was für ein wilder Streifen. Aber man muss sich ja sagen, dass sie sich echt Mühe damit geben, ne? Mit diesen ganzen Filmen und so einem Gedönsel. Das stimmt auf jeden Fall. Wir können uns theoretisch sogar noch einsehen. Sollen wir mal gucken, ob das derselbe ist? Mach mal lieber später, oder? Sonst werden wir glühend noch. Ja, sonst zu viele Filme, ne? Obwohl es ja richtig witzig war. So, das stimmt. Vor allen Dingen die weiblichen Zuschauer werden jetzt sehr begeistert sein einfach. Absolut. Die Emanzipation. Schon damals. Schon damals. Ja, da sind ja eh viele Themen aufgegriffen, die heute umgesetzt oder lächerlich sind. Wobei das ja immer noch nicht ganz durch ist. Vor allem vielen Ländern nicht. Das stimmt. Die Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Also ich bin ja auch voll dagegen. Die Omanzipation. Nee, ich meine, das ist natürlich nur spaßig. So, jetzt gehen wir zum Waffenhändler. Wollten wir ja schon die ganze Zeit machen. Büchsenmacher, wir wollen mit dir reden. So, jetzt erstmal verkaufen, würde ich sagen, oder? Wir haben ja allerhand Mist. Was haben wir denn da? Gold-Johannisbeeren behalten wir mal lieber, ne? Puma-Pelz, $12, Dickhorn, Schafsfleisch. Gekauft? Ja, das steht da doch nur, das hat der Typ gekauft. Ach so, ja, stimmt ja. So, davon haben wir zwei und vom Dickhorn Schafsfleisch haben wir auch ebenfalls zwei. Grizzlyfelle $18, Grizzlyfleisch $12, boah, die lohnen sich richtig. Boah, die Federn, die Falkenfedern, 9 Stück haben wir da. Warte, ich kann auch hier die Menge ändern, warte mal, das mache ich mal gerade. Wir haben bald $3,000, das ist ein riesiges Vermögen zu der Zeit. Ja, und dabei haben wir nicht mal alle Kohle eingesammelt, ne? Wolfsfleisch ist so teuer. $12, krass. Es lohnt sich ja, die Wölfe zu lynchen. So ein Rudel bringt Geld. So, okay. Da haben wir jetzt die Sachen. Ach, warte mal. Mhm. Warte mal. Büchsen kaufen. Genau. Eine Cola-Büchse. Ja, vielleicht eine Fanta. Mauser-Pistole. Die sieht ja aus wie so eine Nazi-Knarre, ne? Ja, krass. Info? Carcano-Gewehr, Repetiergewehr mit Zielfernrohr, hohe Durchschlagskraft und sehr präzise. Ja, Zielfernrohr ist nicht so mein Ding. Die haben da Repetiergewehr. Beschleunigt das Nachladen, der Korkenzieher-Mechanismus. Was ist denn mit der Mauser-Pistole? Gerade in der Mauser, die Pistole. Ach, hier, vollautomatische deutsche Pistole, siehst du mal. Fast große Mengen sehr schwerer Munition für Schnellfeuerabzug gezogen halten. Na, kaufen wir uns die doch mal, oder? Können wir machen, hat aber keine besonders hohe Reichweite. Ja, das ist ja nicht so tragisch. Aber immerhin haben wir eine neue Knarre, kann man ja auch mal nutzen. Obwohl wir diese halbautomatische auch haben, die auch nicht schlecht war. Oh, eine Trophäe verdient, ein ausgezeichneter Geschmack. Wenn ich das mal so sagen darf. Deutsche Wertarbeit ist ja wirklich auch gefragt, ne, in der Welt, muss man wirklich sagen. Also man lacht ja und schmunzelt ja mal drüber und denkt, wie es hier drunter und drüber geht. Aber egal in welchem Land man ist, man merkt doch, die Deutschen sind sehr diszipliniert. Und sehr ordentlich und sauber. Ja. Also muss nicht alle sauber, aber die Straßen. Ja, ja, genau. Also das Land an sich halt. Ja, also im Verhältnis. Und wenn man dann mal so Ghettos sieht wie in New York oder in L.A. oder so, da muss man ja schon ein bisschen schmunzeln, wenn Leute sagen, in Berlin gibt es voll die heftigen Ghettos. Klar gibt es ja Ghettos und klar gibt es auch Tote und klar gibt es auch Überfälle. Aber da gibt es Straßen, da sollte man besser gar nicht mal reinfahren und so weiter und so fort. Ja, diese Folge haben wir jetzt verdammt viel gequatscht, ne? Verdammt viel Quatsch nur gemacht, ne? Das stimmt, aber dafür geht's in der nächsten Folge ja wieder richtig weiter. Genau, liebe Freunde. Ach, gucken wir uns gerade hier den Polizisten an. Da haben wir heute so eine Spaßfolge einfach mal. Aber dann morgen geht's natürlich wieder weiter. So sehen die also aus. Die haben sich natürlich auch zu den Sheriffs ziemlich gewandelt. Schicke Hüte natürlich. Und hier die Cowboys wieder, hier dieser Kontrast. Ach, den kennen wir doch. I'm Scott Beadle. Woher kennen wir den nochmal? Mann, der kommt mir so bekannt vor, dieses Gesicht. Von neulich, der hat auch gefragt, remember me. Ach guck mal, wir können hier noch eine Zeitung kaufen, komm, das machen wir eben noch. Ach komm, für $1. Können wir eben nochmal überfliegen. Die Zeit haben wir ja noch. Genau. So hier, nimm guter Mann, $1. Tyrannischer Gouverneur gestürzt, ist Sanchez der Nächste. Oh, das könnte natürlich sein. Zoomen und Dutch van der Linde aufgetaucht. So, ich zoome mal rein, damit ihr auch Pause machen könnt und die Texte alle lesen, wenn ihr wollt. Ich gehe einmal so rüber. Ich gehe am besten so und jetzt nach unten, ne? Ja. Einmal kurz Pause. Kannst ja mal so ein bisschen hier die... Dutch van der Linde ist aufgetaucht. Neue Behörde der Bundesregierung existiert doch. Und Kreuzzug für die Abstinenz in Blackwater. Was?
Frau wegen schamloser Aufmachung verhaftet. Warte mal. Die Gertrude Singer nämlich, die wurde am Donnerstag wegen schamloser Kleidung verhaftet. Sie hatte sich wiederholt geweigert, das gemeinhin als angemessen betrachtete Korsett zu tragen. Zudem lugte des Öfteren ihr Hemd unter den Unterrücken hervor. Ist ja ekelhaft. Es heißt, dass Miss Singer den weit verbreiteten zivilen Ungehorsam unter Suffragetten und anderen anstachelt, die sich den etablierten Lebensweisen einer zivilisierten Gesellschaft entziehen wollen. Diese Metzen. Guck mal, und darunter noch irgend so eine Werbung. McCarran's Face and Bust Cream. Also Gesicht und Ausschnitt. Mehr Unfalltote, weniger Lynchmorde. Warte mal, scroll mal runter. Steht da wirklich noch das N-Wort, das Böse? Außer in 4 Fällen betraf es immer... Neger, tatsächlich. Das ist ja unfassbar. Ja, aber so haben die halt damals geredet. Ja, war halt damals so. Neuer Gouverneur gerät unter Beschuss. Heißt ja nichts anderes als Schwarzer im Grunde genommen. Was haben wir? Ja, Negro ist ja auch schwarz. Richtig. Zum Beispiel in Spanisch. Ja. Kinderlähmung, TBC, Typhus, Cholera, alle Seuchen wie gehabt, natürlich. Elektrischer Gürtel heilt Krankheiten. Aha, den hätte ich auch mal gerne. Streit um Sorgerecht für Bandwurm, was? Das könnte ja eine Story sein, die erst vor 2 Wochen bei YouTube irgendwo gepostet wurde. Verschiedenes. Der gesuchte Gesetzlose William Bill Williamson wurde in dem mexikanischen Ort Escalera tot aufgefunden. Wer da wohl für verantwortlich war? Ich weiß es gar nicht. Cool. Ja, und wenn ihr da ein paar Artikel selber euch durchlesen wollt, ihr könnt ja jetzt hier auch Pause drücken. Hier auch eine Theaterkritik vom Red Mist. Ah nee, das ist nur eine Werbung, ne? Red Mist, die Theaterkritik ist hier Stretch Hawthorne. Stretch Hawthorne? Das singende blinde Grabräuber. Den kenne ich nicht. Ein meisterhaftes Stück, mein alter Freund. Naja. So. Ja, das war's dann auf jeden Fall von dieser Folge von Let's Play Red Dead Redemption. Und wir sehen uns dann in Kürze wieder, liebe Freunde. Bis neulich. Not so fast.